Gestern ist ein maskierter Mann in eine Bankfiliale in Potsdam eingedrungen. Also ich hatte gestern einen ganz normalen Arbeitstag, habe meinen Routinerundgang gemacht, ich war allein in der Bank. Es war alles in Ordnung. Mehrere tausend Euro konnte der Täter erbeuten. Der Wachmann hatte keine Chance, ihn zu überwältigen oder den Alarm auszulösen. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter nicht zum ersten Mal zugeschlagen hat. Zu professionell sei sein Vorgehen gewesen, meint auch der betroffene Wachmann. Also es muss irgendwo eine Sicherheitslücke geben, anders ist es nicht zu erklären. Es muss irgendwo eine Tür offen gestanden sein. Erst vor einem Monat hatte die Potsdamer Bank beschlossen, nur noch einen Wachmann pro Nachtschicht einzuteilen. Der Bankräuber ging mit unglaublicher Brutalität vor. Es kam alles ganz plötzlich. Ich bin immer noch unter Schock.